Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 24. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserer Sonne, die gesamten Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren und es wird auch an Monaten unterteilt und wir leben gerade in Wassermann Zeitalter, was etwa Jahr 2000 begonnen hat. Und das ist auch interessant zum Erwähnen, dass ein platonisches Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren und wir haben täglich etwa 26.000 Atemzüge. Nun, die indischen Astrologen berücksichtigen diese Bewegung auch und das ist eine sehr präzise Berechnung. Ihr könnt es auch vergleichen, so wie die NASA das veröffentlicht, so wie Astronomen das auch berechnen. Das ist identisch. Und jetzt zu diesem Bild. Hier erscheint die Feuerelement und dazu gehört wieder Löwe, Schütze. Das ist aktiv, das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dann kommt die Erde-Element, dazu gehören Steinbock, Stier, Jungfrau, das ist Erde-Element, das ist mehr passiv und bedeutet Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, hat mit Realität, mit Materie auch was zu tun. Dann kommt die aktive Luftelement, dazu gehören Waage, Wassermann und Zwillinge, das ist die Leichtigkeit und bringt auch neue Ideen, hat mit Ideen, mit Gedanken was zu tun und auch mit Kommunikation. Und dann kommt wieder eine passive Element und das ist Wasserelement, dazu gehört Krebs, Skorpion und Fische, das hat mit unserem Unbewussten was zu tun, mit unseren Gefühlen was zu tun. Sonne bedeutet in indischer Mythologie Suraya. Suraya symbolisiert die Sonne. Also Suraya befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Sonne ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen. Und das hat mit Erdeelement was zu tun, etwas in Ordnung zu bringen, in Sicherheit zu bringen, dafür sorgen, dass wirklich Stabilität da ist, unserem Ziele umsetzen im Tag. In Realität das zu erleben. Und Tierkreiszeichen Steinbock hat auch diese Stärke, Ziele zu erreichen, konzentriert bleiben, geduldig zu sein, diese Ausdauer zu haben. Das ist die Monatsthema. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist auch beweglich, also setzt etwas in Bewegung. Hier ist anderes beschrieben als in westlichen Astrologie. Mond hat mehrere Namen. Eine davon ist Soma und Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Also ein Feuerelement, was natürlich etwas in Bewegung setzen kann. Mond ist die große Uhrzeiger
in diesem kosmischen Uhr. Die kleine Uhrzeiger ist Sonne, der große Uhrzeiger ist Mond. Und Mond hat einen Einfluss auf unsere Tage und beeinflusst auch unsere Gefühle. Mond ist im Feuerelement, das heißt die Begeisterung. Es ist möglich, dass heute uns etwas begeistert und das setzen wir auf die Bewegung. Und Löwe gehört zum fixen Tierkreiszeichen, das befestigt etwas. Also wir können das jetzt befestigen. Das zeigt auch Stabilität. Mars ist eine männliche Energie, symbolisiert natürlich auch die Männer, aber Mars-Energie haben wir Frauen auch. Mit diesem Mars-Energie setzen wir etwas in Bewegung. Das ist Kraft, auch Mut. Mars ist im Tierkreiszeichen Fischen. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Also ich setze Agni zum Tierkreiszeichen Fischen und das symbolisiert die Mars-Energie. Wie können wir uns durchsetzen mit dieser Fischen-Energie? Nicht einfach, weil die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Das ist sehr geschmeidig und gefühlsvoll und mitfühlend. Also wenn ein Problem kommt oder jemand greift uns an. Natürlich ist das nicht eine starke Mars-Position, wo wir sagen, ja, den zeige ich mal, sondern versuchen wir das mit Gefühlen, die anderen zu überzeugen. Warum? Weil wir haben Mitleid oder Mitgefühl. Wenn ich aber Mars zu Männern zuordnen, bedeutet, dass die Männer nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr. Und sie beschäftigen sich gerade mit ihren Gefühlen. Dann ist das etwas Positives und Gutes. Merkur ist der Planet, wo handelt. Und steht auch für Lernen, aber auch Handeln und für Kommunikation. Die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. In meinem Bild ist Buddha mit zwei D geschrieben und das zeigt schon die Erläuterung. Also das ist ein feiner Unterschied, trotzdem benutze ich diese Karte zum Planet Merkur. Merkur ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Wie sind die Handlungen und Gespräche in Tierkreiszeichen Steinbock? Natürlich, wenn das darum geht, dass wir jetzt Ziele haben und möchten uns durchsetzen oder unseren Zielen erreichen, dann diese Merkur-Energie kann wirklich in diesem beweglichen Steinbock einiges in Bewegung setzen. Aber mit diesem Steinbock-Energie kann passieren, dass das schwierig ist. Die Gespräche sind schwierig. Oder wir lernen, anderen Grenzen zu setzen. Kann natürlich auch bedeuten, dass jemand setzt uns Grenzen gerade. Jupiter bringt Glück. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit und Jupiter öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Jupiter steht in Verbindung zum Indra.
Das ist der Himmelsgott, wie in griechischen Mythologie Zeus. Zeus ist auch Jupiter. Also Indra oder Jupiter ist in Skorpion. Hier geht es gar nicht darum, etwas nach außen zu vergrößern. Hier geht es um die Tiefe, auch um die tiefen Gefühle. Und das ist sehr, sehr mystisch, spirituell. Und diese Spiritualität, diesen spirituellen Weg steht uns jetzt offen. Und Jupiter vertritt auch die Weisheit, die inneren Weisheit. Und das zeigt gerade die Jupiter in Dirkreis zeichnen Skorpion. Natürlich kann das auch bedeuten, dass wir jetzt intensiver mit unseren Gefühlen beschäftigen und einige Menschen haben Angst oder neigen zu Depressionen, weil das wird alles so vergrößert oder betont und dass es nicht immer um Gefühlen geht, was die Liebe betrifft oder Hingabe oder Dankbarkeit, sondern es gibt auch Gefühle wie Angst und Zweifel. Das kann natürlich Jupiter auch vergrößern, aber Jupiter bringt die Optimismus, also immerhin diese Kraft da, dass das sich in andere Richtung dreht, wie im Kundalini-Energie. Und das passt genau zum Skorpion, das ist die Transformation. Diese Kundalini-Energie steht mit zwei Schlangen in Verbindung. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten, das ist Angst und Zweifel und Schuldgefühl oder Neid oder Eifersucht. Das sind die zerstörerischen Kräfte, blockieren auch. Und das zu bewältigen, überwinden, loslassen, davon trennen, dann sind wir befreit, innerlich befreit, emotional befreit. Und dann spüren wir die zweite Schlange, was uns die Heilung bringt. Und sofort steigt die Energie nach oben, wie Phönix aus der Asche. Oder erzählt genau das, die Schlangenträger. Und diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich zwischen Skorpion und Schütze. Das wäre die 13. Tierkreiszeichen, weil diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik, aber zählt nicht zu dem Tierkreiszeichen. Trotzdem sollen wir das mal auch ansprechen. Wir haben hier zwischen Skorpion und Schütze nochmal ein Tierkreiszeichen. Das ist Asklepios. Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser himmlische Arzt begegnet sich mit zwei Schlangen. Deswegen heißt es auch Schlangenträger. Ich erzähle dazu die Geschichte, weil das wird jetzt durch Jupiter beleuchtet. Und Jupiter ist die innere Sonne. Das müssen wir mal in unserem Inneren erkennen. Das spielt sich alles in unserem Unbewussten ab. Asklepios, dieser himmlische Arzt, ist der Sohn von Apollo, von Sonnengott. Und Asklepios muss ein Kind heilen. Dieser Kind ist ein Sohn von König und ist in einen Honigtopf gefallen. Und kam zwei Schlangen entgegen. Die eine trägte die Gift in sich, der andere den Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen. Wie heilt er dieses Kind? Nimmt den Gift oder nimmt den Heilkräuter? Das heißt, er musste eine wichtige Entscheidung treffen. Zum Glück hat er mit diesem Heilkräuter das Kind geheilt, gerettet. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Das Gift symbolisiert Lügen und Intrigen. Und das Heilkräuter, daran liegt die Wahrheit. Und diese Einflüsse haben wir immer wieder mal in unserem Leben. Und eine Lüge kommt immer schön honigsüß verpackt. Das ist die Tarnung. Und wenn wir das glauben, dann sind wir wie ein Kind, wo alles glaubt, was erzählt wird.
Und in dem Moment fallen wir in einen Honigtopf, weil wir auf den honigsüßen Worten vertraut haben. Und dann brauchen wir die Heilung. Die Heilung ist in Wahrheit bleiben. Und was ist die Wahrheit? Was auch Jupiter zeigt, das ist die göttliche Gerechtigkeit. Ursache und Wirkung, alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Das ist ein Gesetz. Wenn nicht dieses Leben, dann eben ein nächstes Leben. Das ist die göttliche Gerechtigkeit. Also es lohnt sich, in Wahrheit bleiben. Aber wir sollen nicht ein Kind sein, wo alles glaubt und fällt ständig in diesem Honigtopf, weil das löst Verletzungen. Und das sind diese Gefühle. Das sind diese Gefühle, was uns nach unten zieht. Weil das sind Erinnerungen, verletzten Gefühle. Und wir verlieren auch das Vertrauen. Und dann zum Schluss wissen wir gar nicht, wen wir glauben sollen und wen nicht. Und das wird durch Jupiter mal unter dem Lupe genommen. Und hier brauchen wir eine Heilung. Vorsicht, achtsam sein, dass wir nicht immer alles glauben. Das ist klug. Und dann in Wahrheit bleiben und diese Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all diese Gefühle loslassen. Dann steigt die Energie nach oben und begegnen wir mit dieser zweiten Schlangenenergie, bei dieser Kundalini-Energie, und das ist die Heilung. Und hier kommt in unseren Gefühlen gerade diese Heilung. Venus ist die Planet der Liebe. Venus verkörpert alles, was schön ist. Schönheit, Ästhetik, Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Und Venus symbolisiert uns Frauen. Und Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, und gerade wir Frauen haben diese Themen mit dem Zwei-Schlangen-Energie. Wir befinden uns gerade in dieser Transformation. Saturn belehrt uns, manchmal grenzt uns ein, aber vieles können wir von Saturn lernen und verhilft, dass wir Sicherheit, Stabilität bekommen in unserem Leben. Saturn befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Steht mit Skanda in Verbindung in indischer Mythologie. Jetzt haben wir die persönlichen Planeten. Das endet mit Saturn. Wenn wir betrachten die Elemente, und das ist sehr wichtig, weil wir brauchen die Gleichgewicht, wir erkennen sofort, es fehlt die Luftelement. Also wenn wir heute die Luftelement betonen, finden wir die innere Balance, die inneren Gleichgewicht. Luftelement bedeutet Leichtigkeit, vieles verabschieden, was uns bedrückt, endlich aufatmen, gute Gedanken, Kommunikation, all das schenkt uns die Leichtigkeit. Oder mal rausgehen, spazieren, die frische Luft, haben wir auch mit Luftelement was zu tun, begegnen wir uns mit Luftelement. Und jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich im Widder. Neptun befindet sich im Wassermann. Und Pluto befindet sich im Schützen. Die Verbindungen. Sonne und Mond bildet sich heute
einen sogenannten Quinkungsaspekt und das löst Unsicherheit aus. Das vergleiche ich immer mit einem Pendel. Stell dir mal vor, vor euch liegt ein Pendel, unbeweglich, und jemand fragt, sollt ihr beschreiben, in welche Richtung wird das ausschlagen? Ihr würdet sagen, ja, das weiß ich doch nicht. Ich muss es ausprobieren. Mal sehen, vielleicht links, nach rechts. Kann auch sein, dass er einfach stehen bleibt. Und genau diese ich weiß nicht Gefühl haben wir heute. Oder vielleicht so, aber kann auch anderes sein. Und weil alles so unbeständig ist oder so erscheint momentan, was wir auch fühlen, löst Unsicherheit in uns aus. Kann natürlich Entscheidungsschwierigkeit bedeuten, weil hier Mond im Feuerelement ist aktiv, Erdeelement ist eher passiv, wobei Steinbock setzt schon etwas in Bewegung, aber das ist eine langsamere Bewegung. Und kann auch diese Frage gestellt werden, heute soll ich oder soll ich nicht, soll ich lieber warten oder besser jetzt gleich starten mit etwas. Mond steht mit Mars auch in solchen Quinkungsverbindung. Und das löst Mond und Mars genau in solchen Verbindungen. Bei Männern löst es auch sowas aus. Soll ich Gefühle zeigen und das in Bewegung setzen? Soll ich mein Herz öffnen? Die Feuerelement hat mit Wärme, mit unserem Herz auch was zu tun. Und hier bei Fischen geht es um Wasserelement, geht es um Gefühle. Und diese Fragen stellen die Männer gerade. Soll ich Gefühle zeigen oder lieber soll ich meinen Gefühlen noch unterdrücken? Genau dieser Pendeleffekt. Ich weiß nicht, wie sie dann reagiert. Vielleicht ist sie begeistert. Vielleicht will sie das gar nicht hören. Ich weiß es nicht. Also diese Frage stellen gerade die Männer, was die Gefühle betrifft, die Emotionen und auch natürlich die Wärme, die Herzenswärme, die Begeisterung, die Leidenschaft. Und das kann dazu führen, dass diese Unsicherheit werden ihren Gefühlen unterdrücken. Spannung gibt es auch. Heute Mond steht mit Jupiter und auch mit Venus in Spannung. Mond in Spannung zum Jupiter, aber auch mit Venus. Bei Jupiter und Mond Spannung heißt Ungerechtigkeit. Wir empfinden heute etwas als ungerecht. Und das hat einen Einfluss auf die Gefühle. Löst auch Wut aus. Und Mond zeigt im Feuerelement diese Wut in uns wegen dieser Ungerechtigkeiten. Und weil Venus erlebt diese Spannung auch, löst bei Frauen auch aus diese Wut oder dieses Gefühl, das ist alles so ungerecht. Natürlich kann das in Beziehung was auslösen, dass die Männer zweifeln daran, wie das ankommt, wenn sie ihren Herz öffnen und plötzlich über Gefühle sprechen. Die sind einfach unsicher und stellen die Fragen, soll ich nicht, vielleicht sollte ich das sagen oder besser jetzt gar nichts über meinen Gefühlen sprechen. Und wir Frauen erleben das als ungerecht und löst Wut aus und ist diese Spannung da. Obwohl mal grundsätzlich Mars und Venus stehen eine schöne und harmonische Verbindung. Und das ist Glück in die Liebe Partnerschaft. Aber wie können wir dieses Glück auch leben, ohne dass diese Missverständnisse entstehen? Miteinander kommunizieren oder im Vertrauen bleiben oder beides.
Mond befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt hier im Löwe Purva Palguna. Und das heißt, etwas geschieht, was mit der Vergangenheit was zu tun hat und das sollen wir endlich mal beenden oder zum Ende bringen. Das heißt nicht unbedingt Trennung, sondern etwas entweder wirklich beenden oder zum Ende bringen, zum Vollendung. Aber das sind Themen auch von Vergangenheit. Kehrt etwas zurück oder kehrt jemand zurück. Und das war dieses Tageshoroskop, aber ich möchte noch erwähnen, dass ich in meinem neuen Kanal auch die chinesische Astrologie zeige mit japanischer Astrologie und Yi Jing. Diese Yi Jing ist ein uraltes Wissen aus fernen Osten. Das ist die Wandlung, wie sich das verändert, das männliche und weibliche Yin und Yang. Also ich empfehle die fernöstliche Tagesenergie und das läuft in meinem anderen Kanal und das heißt fernöstliches Liebesorakel. Seid ihr herzlich eingeladen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.